Erde. Unsere Heimat. Wohlstand. Freiheit. Hallo. Demokratie. Unsere Lebensweise. Oh, hallo. Aber Freiheit ist nicht umsonst. Mann! Süße Freiheit! No! Kennen Sie das? Szenen wie diese ereignen sich genau jetzt in der gesamten Galaxie. Sie könnten der Nächste sein. Es sei denn, Sie treffen die wichtigste Entscheidung Ihres ganzen Lebens. Beweisen Sie sich selbst, dass Sie die Stärke und den Mut haben, um frei zu sein. Werden Sie ein Helldiver? Werden Sie Teil einer friedenssichernden Elite-Truppe? Sehen Sie exotische neue Lebensformen? Und verbreiten Sie die gelenkte Demokratie in der ganzen Galaxie. Werden Sie ein Held. Werden Sie eine Legende. Werden Sie ein Helldiver. So viel zum Vorspann von Helldivers 2. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, dass wir hier direkt in der Tradition von Helldivers 1 stehen, mit einem faschistoiden Zukunftsentwurf einer Dystopie, die hier gnadenlos auserzählt wird. Und ich würde ganz gern jetzt in diesem ganz kurzen Stream zwei Sachen zeigen, nämlich erstens das Tutorial, in dem politisch nochmal aufgerüstet wird. Und zum zweiten eine Mission, die wir dann hoffentlich online spielen können. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das gelingt. Okay, also richtet euch mal auf eine halbe Stunde gelenkte Demokratie ein. Zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie. Okay, also gehen wir mal in das Tutorial. Hier kommt es mir vor allen Dingen darauf an, ein paar Sachen zu zeigen, die für die Bewertung des Ganzen dieser Dystopie relevant werden. Und tatsächlich, das kann man sich ja fragen nach Pixars Die Unglaublichen, wo die Mäntel herkommen. Ja, also diese. Ja, wovon man halt eben träumt. Jetzt sind sie auf sich allein gestellt. Finden Sie die Trainingsanlage anhand der Karte. So, vielleicht erstmal ganz kurz. Da uns ja Sprache und Spiel interessiert. Ja, earn your cape. Check your map. Okay, also das heißt, wir können auch interagieren. Die Maps sehen wir da. Also, speziell, ich sehe jetzt gar nichts. Ich muss mich mal ganz kurz ausblenden. So. Das heißt, wir laufen mal einfach in die Richtung. So, jetzt kann ich mich wieder aufblenden. Wegpunkt brauchen wir jetzt hier nicht, ne? Also für die Mission. See you on the other side. Achtung! Ja. Ich bin General Brash, der älteste und grauhaarigste Kriegsheld von Übererde. Und ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Das Helldiver-Training ist das härteste der Galaxie. Aber das scheint sie nicht zu schrecken. Beeindruckend. Genug geplaudert. Folgenden Hindernisse werden ihre ausgezeichneten
So, also das, was man, auf was ich jetzt hier schon die Ikonografie des Ganzen ist natürlich entscheidend. Ne? Also wir bekommen unseren Umhang, die Musik im Hintergrund, Krieg ist Krieg und Krieg endet nie. Hat man in jedem Spiel, in jedem Film sofort im Hintergrund. Und dann natürlich diese die Flaggen, die über Erde zeigen. Und das Ganze wirkt schon wie eine kleinere, ich würde nicht sagen, also es wird nicht sehr freiheitlich demokratisch, was wir sehen. So, okay, das sind die Erklärungen. Hier muss ich mich hocken. Also spielerisch ist das jetzt ja keine Herausforderung, ne? Also. In all den Jahren habe ich so eine Meisterleistung noch nie erlebt. Sie sind offenbar bereit für unseren realistischen Schlachtfeldsimulator. Genau, jetzt wird er. So. Einwandfrei. Wie ich immer sage, die beste Simulation ist eine echte Simulation. Aktivieren Sie jetzt den Verletzungssimulator. Ich bin getroffen! Diese Freiheit in so viel Blut! Zusammenreißen, Soldat! Schnappen Sie sich die Spritze und verarzten Sie sich! Ja, so gut wie neu. Jetzt aufgepasst! Ja, drunter machen wir es nicht. Ja. Schauen wir hier noch schnell, ob wir was entdecken können. Nee. Gibt es eine wunderbare Folge von Game 2 zu diesem zum Future Design? Ich glaube, da gehe ich mal noch drauf ein. Also die Markierung und die gelben Farben, die schwarz-gelben Achtungszeichen und sowas und sowas. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, sind sogenannte Future-Winkel. Aber Combat Zone. So. Ja, noch Power Munition. Ah, da ist er. Gut, ich habe mich schon. Okay. Dazu brauche ich noch eine Granate. Ansonsten werden sie immer wieder kommen. So. Also ihr seht vielleicht, ich spiele das jetzt auch nicht das erste Mal. So. Caution. Das schauen wir uns mal an. So. Ein Sieg für die Demokratie. Gut gemacht. Nächste Lektion. Helldivers kämpfen in Trupps. Hier Ihr neuer Kamerad. Sei gegrüßt, Kamerad. Ein erstklassiger Soldat, Ihr Waffenbruder. Ein gestellter Bund, der durch nichts zu brechen ist. Bis jetzt. Hier ist Ihre wahre Lektion, Soldat. Kameraden können und werden ständig tragisch ums Leben kommen. Mit der Taktikausrüstung Verstärkung ersetzen Sie ihn mit einem anderen Helldiver. Sei gegrüßt, Kamerad. Gut gemacht, Soldat. Es gehört viel dazu, um über den Tod eines Verbündeten. Greifen Sie zu, Rekrut. Jetzt geht's um alles. So. Nur Sie, Ihre Waffe und 2000 Megatonnen Sprengstoff auf engstem Raum. Also los! Achso, laden müssen wir noch. Kleiner Hinweis. Wer sich bewegt, zielt auch schlechter. Für höchste Präzision sollten Sie beim Schießen stillstehen.
Okay, das können wir dann alles im Detail auswerten. Was ist eigentlich das? Ah, da oben sind Geschütze drauf. Geschütztürme. Was ist jetzt das? Auf geht's, Rekrut. Jetzt ist es Zeit, die großen Kanonen rauszuholen. Besorgen Sie sich mit der Unterstützungswaffentaktikausrüstung eine echte Waffe. Ach, dieses Setting, ne? Also das heißt, dass man hier aus dem Orbit den Nachschub kommt. Das ist, eines der Kennzeichen dieses Spiels. Die Musik. Da kommt sie. Sollte man auch nicht in der Nähe stehen. So. Ich muss dringend von der Terminidenplage befreit werden. Terminal aktivieren. Ach so, ich bin noch nicht fertig. So. Ach so, den Respekt. Flaggengruß. Das ist gut. Wir hatten ja das Helden-Narrativ schon, ne? Also hier danach nur Helden. So. Und dann legen wir doch mal unseren Umhang an. Ein echter Helldiver. Sie wirken wie mein jüngeres Ich. Furchtlos, unverletzbar und über 2 Meter groß. Jetzt sind sie bereit für ihre größte Aufgabe. Den galaktischen Krieg. Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit. Alles liegt in ihrer Hand. General Brash, over and out. Na dann. Willkommen zu Helldivers 2. Was für ein Spiel, ey. Ja, und anders als andere Medien gelingt es in einem Videospiel natürlich auch so eine Geschichte zu erzählen, ja? Also das heißt, ich weiß gar nicht, wie man das. Und jetzt kommen wir aus dem genau so. Die Musik muss man erstmal auf sich wirken lassen, ja. Okay. Also, ihr seht schon, ich bin noch ein bisschen weiter. Und muss, glaube ich, jetzt auch mein Setup wieder anpassen, weil ich jetzt das alte Zeug trage. Den Infiltrator hätte ich gern, weil er leichter ist. Das hier ist der Überbürger-Übererde-Helm. So, ich würde aber ganz gern diesen tragen. Und als Umhang. Ja, da kann man das schon nehmen. So. Muss ich nochmal schauen. Das passt. Booster Packages habe ich noch keine.
Bewaffnung, was nehmen wir denn mit? Mit der war ich eigentlich nicht so glücklich. Obwohl die Schrotflinte passt schon. So. Und jetzt hoffe ich, das weiß ich jetzt nicht, ob das klappt. Das hat heute Vormittag nicht funktioniert. Ich würde ganz gern in ein schnelles Spiel springen. Und hoffe, dass das funktioniert. Na, ja, das hat nämlich nicht heute früh auch nicht funktioniert. Deswegen bin ich nicht live gegangen damit. Wenn das jetzt nicht funktioniert, gehen wir so ins Spiel und hoffe, dass ich alleine durchkomme. Nach 40 Minuten will ich nicht spielen jetzt. Bug-Eliminierung. Ja, aber warum funktioniert das schnelle Spiel nicht? Ja, muss ich irgendwie nochmal. So. Auf Angel. Kann ich denn jetzt irgendjemanden beispringen? Scheinen alle. Da stimmt doch was nicht. Probieren es nochmal. Also bis vor zwei Tagen ging das überhaupt nicht auf dem Steam Deck. Und ich spiele jetzt gerade hier wieder über den Google Stadia Controller. Mein Steam Deck liegt neben mir. Dann spielen wir das Ganze doch jetzt einfach mal. Wir schauen jetzt einfach mal rein. Ich habe jetzt natürlich diesen Gruppeneffekt nicht. Ja. Was ich total schade finde. Vertreiben Sie die Terminiden aus dieser Welt. Wählen Sie eine Operation und los. Bug-Eliminierung. Das probieren wir doch. Kann der Spieler wirklich nicht beitreten. Ja, offensichtlich habe ich hier ein Netzwerkproblem. Oder mir fehlt ein Update, wer weiß. Nee, das wird jetzt nichts. Ist aber auch nicht schade, denn im Wesentlichen das, was ich zeigen wollte, habe ich gezeigt. Und wenn ihr euch für die Multiplayer-Modi interessiert, das wäre jetzt sowieso nur interessant gewesen, wenn wir jetzt tatsächlich ich probiere es aber nochmal. Noch einmal wenigstens. Nochmal. Dann hole ich das nochmal nach, denn tatsächlich geht es ja auch in der Vorlesung Sprache und Spiel um die Kommunikation während des Spielens, also untereinander. Ich habe jetzt gerade eine kurze Folge aufgenommen, wo ich beim Spiel, also mit Mathilde zusammen kommentiere. Und es wäre natürlich aber auch interessant, ein Spiel zu haben, in dem man wechselseitig kommuniziert und sich so abspricht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Aber das müssen wir jetzt nicht machen, sondern mir ging es vor allen Dingen um die Darstellung, wie tatsächlich der, wie sich Helldiver 2 faktisch an den ersten Teil anlehnt. Okay, ich probiere es jetzt auch nochmal. Ich muss jetzt mal, vielleicht nicht über Erde, aber ich guck mal hier.
ob wir hier nicht noch ein Spiel finden. Ein schnelles Spiel. Nee, geht auch nicht. Gut, dann lassen wir das an der Stelle. Bringt ja nichts. Und ich würde sagen, die Kommunikation beim Spiel, die zeichne ich dann in einer anderen kleinen Folge auf. Also, bis dahin. Maximaler Erfolg beim Verteidigen der Demokratie, der Freiheit und der Art, wie wir leben. Gerne auch in Helldivers 2. Wenn es nicht Helldivers 2 ist, geht wählen. Das wäre wichtig. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ich blende das jetzt hier mal aus und hoffe, dass ich dann möglicherweise mit Dystopie 4 nochmal ein Multiplayer-Spiel aus Helldivers 2 streamen kann. Also bis dahin. Ciao.